noch ein ganz toller Basteltipp. Ihr braucht einfach 3 alte Holzwäscheklammern für Maria, für Josef die größere. Maria wird ein bisschen kleiner, also abgesägt, und das Jesukind noch ein ganzes Stück. Das könnt ihr unten hinlegen. Und dann legt ihr ein Dreieck aus den Eisstielen, die gibt es auch im Bastelläden zu kaufen. Und einen vierten Stab könnt ihr unten als Boden hinlegen. Und das baut ihr dann alles zusammen, klebt alles aufeinander mit Holzkleber, und oben könnt ihr noch einen ganz schönen Stern von Bethlehem draufkleben. Das kann eure kleine Krippe sein. Viel Spaß dabei!